Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich gehe jetzt mal ein bisschen spazifizieren und erzähle euch mal ein bisschen was zu den allgemeinen Verhaltensgrundsätzen, die ich anwende, wenn ich im Wald rumschleiche und da irgendwelche bushcrafterischen Dinge unternehme. Das soll keine Belehrung sein oder sowas, das ist einfach nur so ein kleiner Exkurs, Hinweis, irgendwas, was ihr vielleicht interessant finden könntet. Es gibt ja keine Regeln für das Aufsuchen des Waldes in dem Sinne. Meiner Meinung nach gibt es schon ein paar Verhaltensgrundsätze, die man kennen und beachten sollte, damit eben der Wald für alle ein Rückzugsraum bleibt, wo man entspannen kann, wo man gemütlich eben seinem Waldhobby nachgehen kann, was auch immer jetzt das jeweilige Waldhobby sein soll, sei es mit dem Hund spazieren gehen, sei es wirklich gleich hier massiv Bushcraft, sei es survivalmäßig im Schlamm rumkriechen, ist ja völlig Wurst. Wichtig ist meiner Meinung nach primär als Regel Nummer 1, die ich vorwegnehmen möchte, dass man irgendwie den Wald so nutzen sollte, dass die anderen Waldnutzer auch weiterhin die Gelegenheit dazu haben, den Wald ebenfalls zu nutzen. Das mehr oder weniger Fazit konntet ihr ja auch schon in meinem Bushcrafter vs. Förster Video raushören vielleicht. Und dieses Video, also wie das abgegangen ist jetzt von den Aufrufen, von den Kommentaren, von allen her, ist jetzt so der Hauptgrund, weshalb ich gedacht habe, ich könnte da vielleicht nochmal so ein paar meine persönlichen Verhaltensgrundsätze euch mal mitteilen. Und mir ist nochmal ganz wichtig, dass das Ganze jetzt bitte nicht oberlehrerhaft verstanden werden soll und so müsst ihr im Wald vorgehen und nicht anders, denn so ist es nicht. Und es gibt ja keinen expliziten Verhaltenskodex, was im Wald zu tun ist. Außer in manchen Bundesländern, da gibt es den nämlich tatsächlich, da steht er im Waldgesetz und zwar steht da mehr oder weniger drin, das ist so ein bisschen wie die Straßenverkehrsordnung, der Wald soll so genutzt werden, dass sowohl er selbst als auch andere Waldnutzer nicht gestört oder geschädigt werden. Und das ist so zentrale Botschaft jetzt auch dieses Videos. Wenn man das alles wenn man das beachtet und sich entsprechend so verhält, dass man genau dieses Kriterium in allen Bereichen erfüllt, braucht man sich weitere Gedanken überhaupt nicht zu machen. Dann ist ja alles in Butter eigentlich. Ja, trotzdem werde ich jetzt einfach mal so ein paar Regeln in Anführungszeichen durchnummerieren, die ihr dann eben beachten dürft, wenn ihr das wollt. Und wenn nicht, dann lasst euch irgendwas anderes so Ähnliches einfallen. Ich lege jetzt einfach mal los. Und zwar, erstens finde ich es wichtig, beziehungsweise finde ich sehr hilfreich, die schöne Weisheit, die im englischsprachigen Raum zur Naturnutzung kursiert. Take nothing but pictures, leave nothing but footsteps. Nee, Englisch. Das finde ich, trifft auch auf unseren deutschen Wald sehr gut zu. Nur, dass man das mit dem Take nothing but pictures vielleicht noch ein bisschen erweitern könnte. Und es ist ja sehr wohl legitim, wenn man ein paar Dinge aus dem Wald mitnimmt, die da eben vom Wald, von der Natur für alle bereitgestellt werden. Grundsatz dazu ist eben, dass man halt auch nicht so viel davon mitnimmt, dass es nicht mehr für alle reichen würde. Also geht halt immer davon aus, wenn ihr irgendwo irgendeine natürliche Ressource einsammelt, dass ihr davon nur so viel sammelt, dass noch 5 bis 10 andere in der gleichen Region eine ähnliche Menge davon finden würden wie ihr. Es gibt da gewisse Ausnahmen, die dann durch örtliche Spezialregelungen vielleicht ein bisschen anders da auslaufen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir im Dorf das Maroni-Sammeln. Da heißt es, wer zuerst kommt, war zuerst da und sammelt alles weg. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist so die eine Ausnahme, die ich jetzt für mich selber von dieser Regel zulasse, weil wenn man da nur ein paar Maroni sammelt, nur eine Handvoll, dann kommt am nächsten Morgen wieder dieser fiese Rentner, der immer früher aufsteht als ich und alles weggesammelt hat, bevor ich auch nur ansatzweise was bekomme. Aber ansonsten jetzt zum Beispiel beim Pilzsammeln, beim Holzsammeln, beim Harzsammeln, beim Birkenrinde sammeln und so weiter und so fort, niemals eine Region komplett leer rupfen, da alles wegnehmen, was zu holen ist, weil das macht Homo sapiens ja sonst sowieso immer so gerne, dass er alles sich holt, was
abzuholen ist, sondern immer noch schön was da lassen. Und wenn man quasi die Region komplett ausplündern müsste, um da irgendwelche Waldressourcen einzusammeln, dann muss man halt woanders hingehen, wo davon wieder so viel da ist, dass man eine vertretbare Menge entnehmen kann, ohne gleich den ganzen Vorrat leer zu räumen. Das ist so meiner Meinung nach das Wesentliche, was man diesbezüglich beachten sollte. Ja, dann der Wald ist für alle da. Nummer 2, das habe ich ja am Anfang schon angedeutet, weil das ja auch so quasi in manchen Waldgesetzen drin steht. Ich glaube im Hessischen zum Beispiel ist das mehr oder weniger genau so ausformuliert. Der Wald gehört natürlich jemandem. Es gibt also immer irgendeinen Waldbesitzer. Ich finde aber trotzdem, dass man, wenn man sich im Wald aufhält, sogar wenn man sich in seinem eigenen Wald aufhält, ich besitze ja keinen, aber ich glaube, ich würde das dann genauso sehen, dann ist man ein Teil des großen Ganzen und ist von meinem Verhältnis, ich sehe das immer. Ja, also aus meiner Sicht ist man dann quasi ein Teil des Waldes, ein Teil des Ökosystems. Man ist ein Lebewesen, das jetzt in diesem Ökosystem umherstreift. Und ich finde, man hat dann einfach nicht das Recht zu behaupten, das ist jetzt mein Wald. Es ist überhaupt so ein gewisses, ja, schon fast ist schon fast eine perverse Sache, dass Homo sapiens der Meinung ist, Land für sich beanspruchen zu müssen. Also quasi etwas, das er nicht einpacken und mitnehmen kann, sondern wirklich eine Region, ein ganzes Stück Planet quasi jetzt sagt, das ist jetzt meiner. Also Eigentum, insbesondere wenn es sich um eine rechtliche Herrschaft, um eine Sache wie ein Stück Land eben, das man nicht einzäunen oder sonst wie irgendwie unpassierbar machen kann, handelt, das ist sowas ganz typisch Homo sapien-mäßiges. Naturvölker kennen das gar nicht. Die allermeisten Naturvölker kennen überhaupt kein Eigentum. Da habe ich mal bei Rüdiger Neberg eine schöne Anekdote gelesen, dass er irgendwo zu den Yanomami gekommen ist. Das ist so sein Lieblings-Indianerstamm. Ich glaube, die leben in Brasilien. Und bei denen gilt, die können quasi nicht zählen. Die haben nur eins, zwei und viele. Und man kann höchstens von einer Sache zwei haben. Weil dann hat man eins davon und dann hat man vielleicht noch einen Ersatz. Möglicherweise kann man den noch haben, aber das braucht man eigentlich nicht. Wenn man eins hat, reicht das schon. Und viele braucht kein Mensch. Und da ist er angekommen und hatte halt eben zwei Socken zum Trocknen aufgehängt, die er sich gewaschen hatte. Und dann kam ein Yanomami vorbei und war der Meinung, oh, zwei, ja, dann brauchst du ja nicht. Eine reicht ja. Und dann hatte er eben halt nur noch eine Socke, weil wer zwei hat, muss abgeben. Weil zwei muss ja nicht unbedingt sein. Finde ich einen schönen Gedanken und das ist irgendwie so ein bisschen was ich, ja, als wichtig erachte, wenn ich mich in der Natur rumtreibe, dass man da jetzt ein bisschen von diesem Eigentum-Ding ein bisschen wegkommt und schon gar nicht denkt, das ist jetzt mein Wald. Also jeder andere, der im gleichen Wald unterwegs ist, hat da das gleiche Recht, da das zu tun, was er im Wald eben gerne tun möchte. Sei es der Mountainbiker, sei es der Bushcrafter, sei es der durch den Matsch kriechende Extrem-Survivaler und meinetwegen auch der Idiot, der mit Pfeil und Bogen durch den Wald pirscht, um sich auf die Zombie-Apokalypse vorzubereiten. Ein sehr sympathischer Idiot, meiner Meinung nach. Aber Blödsinn ist das ja trotzdem. Aber auch der hat voll und ganz das Recht, sowas im Walde zu tun, sofern er dann nicht auf irgendwelche noch nicht ganz toten Zombies schießt, wie mich. So, dann habe ich noch Regel Nummer 3, die ist auch so mehr so ethisch-moralischer Art. Nämlich, im Wald hat man Zeit. Also von meiner Auslegung von Bushcraft, Survival oder auch einfach nur im Wald spazifizieren gehen, ist es ganz entscheidend, dass da nicht Hektik aufkommt. Gut, wenn ich joggen gehe, dann renne ich deswegen schnell, weil ich Spaß dran habe, nicht weil ich es eilig habe. Also ich gehe nicht joggen, wenn ich dann mal joggen gehe. Wenn ich weiß, ich habe jetzt nur 40 Minuten Zeit und muss die Strecke in 40 Minuten rennen, muss mich dann zu Hause sofort umziehen und muss zum nächsten Termin. Das geht nicht. Man darf es im Wald einfach nicht eilig haben. Ist auch so ein bisschen Berufsphilosophie vom Förster. Klar, die Arbeit muss gemacht werden, aber allzu viel Hektik darf man auch wieder nicht aufkommen lassen. Sämtliche Prozesse, die in der Natur ablaufen, sind verglichen mit unserem normalen hektischen Alltagsleben eben extrem langsam.
allein so im Baumwachstum. Und ja, wenn man Forstwirtschaft studiert oder Forstwissenschaft studiert, kriegt man dann auch irgendwie automatisch so eine etwas langfristige Denkweise rein. Und was sind 10 Minuten, was ist ein paar Stunden, das ist gar nichts. Deshalb gucke ich grundsätzlich auch nicht auf die Uhr, wenn ich im Walde unterwegs bin und habe es da selten eilig. Weshalb ich auch so dann manchmal mich ein ganz kleines bisschen, also ist wirklich nicht schlimm und das dürft ihr auch gerne weiter unter meine Videos schreiben, ärgere, wenn jemand zum Beispiel rumnörgelt, die Buschbox ist blöd, weil die muss man erst zusammenstecken und das dauert zu lange. Na und? Also, die kann man aus anderen Gründen schlecht finden. Das ist mir auch völlig Wurst und ich will jetzt auch nicht sagen, das Ding ist toll. Nur das Argument mit dem, das dauert zu lange, einen Steckhobo zusammenzustecken, das kann ich nicht nachvollziehen. Das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das 5 Minuten dauert. Das kann auch von mir aus gerne 10 Minuten dauern. Das ist mir auch alles relativ schnurz. Einzige Zeitbegrenzung, die es in der Natur meiner Meinung nach geben darf, ist, es wird dunkel. Und man hat halt eben so viel Zeit, bis es dunkel wird. Und das ist mein persönliches Problem, dass ich dann halt gelegentlich zu spät in den Wald rauskomme und dann eine gewisse Hektik aufkommt, weil es eben dunkel wird. Ich mag das überhaupt nicht, dass ich mich dann quasi selber unter Druck setzen muss. Jetzt, seit ich eben gerne mal auch ein Video drehe, ist das sogar schlimmer geworden, weil ich da eben auf Licht angewiesen bin, damit man mich sieht und ich überhaupt was drehen kann. Das war, als ich noch keine Videos gedreht habe, überhaupt kein Problem. Dann ist es halt dunkel geworden. Ja gut, dann ist es halt dunkel. Dann musst du halt aufpassen, dass du nicht gegen den Baum rennst. Vielleicht für euch einfacher umsetzbar mit dem kein Zeitdruck, als das jetzt eben für mich ist, weil ich halt eben auf Tageslicht angewiesen bin. Ja, auch das war jetzt nochmal so eine esoterische Regel. Jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zu den Hardcore praktischen Verhaltensdingern, die jetzt weniger esoterisch und mehr so praktischer Natur sind. Ja, und zwar Regel Nummer 4, kein Müll liegen lassen. Also alles, was man mit in den Wald mitgebracht hat an Zivilisationsmaterial, also sprich, was kein Stock oder ähnliches gewesen ist oder kein Tannenzapfen oder was, das nimmt man wieder mit. Und zwar immer und ausnahmslos, und das gilt auch für Bananenschalen, Apfelschalen, wer seinen Apfel dann schält, irgendwelchen sonstigen Biomüll, im Idealfall auch Klopapier. Ich habe das beim Klo-Video, ich habe ja auch ein Klo-Video in Anführungszeichen gemacht, leider vergessen zu erwähnen. Also Klopapier sollte man wirklich im Idealfall einfach wieder mitnehmen in irgendeinem dafür geeigneten Tütchen, das nach Möglichkeit geruchsneutral zu verschließen ist. Das wäre so das Nonplusultra, wenn man wirklich sein Klopapier auch wieder mitnimmt. Aber grundsätzlich Müll liegen lassen geht halt mal überhaupt nicht. Am besten ist es ja, wenn man überhaupt keinen Müll erst mitbringt, also nichts, was Müll wäre, sondern sich seine Sächelchen dann gleich in entsprechenden Tupperdöschen verpackt, in kleinen wiederverwertbaren Ziploc-Tüten oder wie auch immer. Das kann ja jeder individuell selber machen, wenn man es dann halt eben, Gottes Namen, dann mal eine Milchschnitte oder was dabei hat oder ein Kinder-Country, keine Ahnung. Das sind jetzt alles so Dinge, die ich gerne esse. Ich will jetzt keine Werbung machen, sondern es kommt mir halt als erstes in den Sinn. Dann ist das natürlich auch kein Problem. Aber gerade bei solchen Sachen, das sehe ich nämlich wirklich häufig, selbst in Gegenden, wo sonst gut darauf geachtet wird, dass der Müll wieder mitgenommen wird, bei aufreißbaren Verpackungen, die Ecke, die man abreißt, um die Verpackung aufzureißen, eben jetzt bei einer Milchschnitte oder sonst was, die liegt dann gerne mal rum, weil die runterfällt und diejenigen, die sowas futtern, einfach nicht drauf achten, auf dieses winzige kleine bisschen Müll, was dann da unter Umständen irgendwo liegen bleibt. Und wenn da mal ein paar von irgendwo rumliegen, irgendjemand sieht sie und ist dann genervt und fühlt sich dann in seiner Erholung, die er im Walde sucht, gestört, weil da Müll rumliegt. Deshalb wirklich auf das letzte klitzekleine bisschen auch noch achten. Ich weiß, da renne ich offene Türen bei euch ein, die ihr das seht. Und ihr seid da vielleicht sogar noch penibler als ich, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt für irgendjemand wirklich wichtig gewesen ist, dass ich das nochmal sage, aber der Vollständigkeit halber ist es halt mal drin. So, dann, jetzt sind wir bei Nummer 5, das da wäre, Pflanzen nach Möglichkeit nicht beschädigen, Tiere nach Möglichkeit nicht stören. Von beschädigen fangen wir mal gar nicht erst an. Also wer jetzt trainieren möchte, Insekten zu fressen,
ja gut, der muss dann für diesen Zweck natürlich welche fressen. Und dann ist es meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, weil Regel lautet ja nach Möglichkeit. Sprich, wenn man auch mal irgendwelche Zweige braucht, um sein Lager eben auszupolstern, dann kann man sich die auch abschneiden, weil man das halt mal trainieren möchte. Aber man sollte nicht aus Selbstzweck irgendwie einfach im Wald rumrennen und irgendwelche Pflanzen kaputt machen. Auch nicht, weil man ein tolles, neues, scharfes Messer hat und jetzt mal testen möchte, wie gut man damit hacken kann und dann auf irgendwelchen lebenden Ästen rumhackt. Der Schaden für einen Baum ist geringer, als man denkt. Und ich werde jetzt nicht mit irgendwelchem Esoterik-Krempel anfangen und behaupten, der Baum hat auch Gefühle. Was er im Übrigen tatsächlich hat, aber auf einem ganz anderen Level, als das für uns irgendwie fassbar wäre. Aber ja. Ja, es gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht. Warum unnötig Schaden anrichten, wenn es nicht notwendig ist? Eichelherr. Ja. Und dass man Tiere nicht stören sollte, versteht sich von selbst. In den allermeisten Fällen stören wir Tiere sowieso dadurch, dass wir im Wald rumrennen und die Tiere in der Lage sind zu erkennen, dass es sich bei uns nicht um ein anderes Tier, sondern um den Mensch handelt, wobei sich Tiere untereinander sehr wohl ja eben auch stören können. Und damit sind wir übrigens bei Regel Nummer 6, die sich dann darauf bezieht, was man beachten sollte, wenn man den Weg verlässt. Dabei ist es meiner Meinung nach am wichtigsten, dass man das dann bewusst tut. Ihr seht, ich renne hier jetzt auf so einem kleinen Trampelpfad rum. Das ist schon quasi nicht mehr ein Weg. Das ist so ein abgelegener Trampelpfad, dass man auf diesem wirklich wunderbar mitten im Wald rumspazieren kann, ohne wirklich mitten im Wald rumzuspazieren. Und das meine ich jetzt damit, dass man bewusst den Weg verlassen sollte. Also wenn man wirklich vom Weg runter geht, komplett vom Weg runter und irgendwo wirklich mitten durch den Wald stapft, dann würde ich das an einer bestimmten Stelle tun, an die ich mir vorher überlegt habe, an die ich heute gehe. Das war jetzt ein bisschen schlechtes Deutsch, aber egal. Also sprich, man geht nach Punkt XY, weil man da irgendwas Interessantes abseits des Weges gesehen hat, als man auf dem Weg unterwegs war. Und dann geht man an dem Punkt eben vom Weg runter und erkundet da ein 5 Hektar großes Stückchen Wald. Und da läuft man dann auch querfeldein und überall krumm und schief durch und so weiter und so fort. Denn dieses Verhalten hat im Gegensatz zu, man läuft einfach einmal vom Weg runter und läuft kilometerweit geradeaus mitten durch den Wald, gegenüber dieser Variante hat das halt den Vorteil, dass man in der Region, in der man dann rumstapft, weil man ja in einer Region bleibt und nicht wirklich kilometerweit mitten durchrennt, dann nur in dieser Region stört man eben die Viecher. Die bemerken einen sofort, wenn man da anfängt vom Weg runter zu laufen, weil an dem Punkt ist man nicht mehr der normale Waldbesucher für die meisten Tiere, sondern irgendjemand Spezielles. Irgendjemand, der irgendwas Komisches im Schilde führt, und dann hauen die ab oder sind zumindest aufmerksam. Und ja, man nervt einfach weniger Tiere, wenn man solche Aktivitäten dann auf eine und dieselbe Region beschränkt, weil dann können sie einfach da einen Bogen drum machen. Kein Tier im Wald hat ein Revier, das so klein ist, dass das die auch nur im Ansatz irgendwie stört, wenn sie jetzt heute mal nicht in den Talkessel da drüben rein können, weil ihr da gerade euch rumtreibt. Also das ist fürs Tier, sie werden es merken, aber es ist keine Störung, die einen Schaden in Anführungszeichen anrichtet. Und es ist halt eben anders. Wenn man jetzt durch den kompletten Wald rennt und dann, keine Ahnung, 80 Hirsche, 200 Rehe, 50 Wildsäue, na, wahrscheinlich 500 Wildsäue, so viel von denen, wie es gerade gibt. Schon wieder schlechtes Deutsch, egal. Also wirklich dann richtig viele Viecher stört. Und so stört man dann halt eben nur diejenigen, die da wirklich ortsansässig sind, die dann halt für den Tag oder die paar Stunden, die man sich da rumtreibt, woanders hin ausweichen. So viel dazu. Jetzt habe ich vergessen, bei welcher Nummer sie sind. Ich glaube, jetzt sind wir bei 8 oder sind wir bei 7? Peinlich. Ihr werdet es besser wissen als ich. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt bei 8 sind. Es ist so, wenn man eben dann auch abseits des Weges unterwegs ist, dann sollte man zur Eigensicherung daran denken, dass man sich jetzt gerade, soweit das überhaupt möglich ist, abseits der Zivilisation befindet. Also soweit möglich in Deutschland. Es gibt ja Regionen, da ist man es dann tatsächlich. Das heißt, ich finde es wichtig zur persönlichen Sicherheit, dass man bewusst
läuft, wenn man abseits der Wege läuft und einfach darauf achtet, wo man hintritt, guckt, wo laufe ich hier rum, was gibt es hier so abseits des Weges und wichtig, langsam. Also man kann natürlich aus Survival-Training-technischen Gründen auch mal wie ein Verrückter da rumrennen, aber in der Regel, wenn man wirklich jetzt nicht irgendwie das speziell vorhat, sowas zu trainieren, sollte man sich dann auch langsam fortbewegen und bewusst gucken, wo man hintritt, weil man könnte ja auch auf irgendeine seltene Pflanze drauftreten, die dann kaputt ist oder irgendeinen Pilz aus Versehen kaputt treten, den wer anders möglicherweise noch essen wollte. Wenn man zum Beispiel selber nicht weiß, ob es ein Giftpilz ist oder nicht, vielleicht weiß es jemand anders, vielleicht kommt er noch vorbei, dann schonen wir doch den Pilz und treten da nicht drauf. Gucken also, wo wir hintreten. Außerdem sollte man ein bisschen schauen, dass man, wenn man sich gerade in einer Region häufiger abseits des Weges aufhält, da halt nicht zu viel die gleichen Routen abläuft, weil sonst entsteht nämlich ein Weg. Das geht schneller, als man denkt. Und ja, es gibt genug Wege im Wald. Man muss nicht nur extra welche anlegen. Ja, also so insgesamt einfach mit Umsicht, mit Vorsicht, mit überlegtem Handeln, wenn man sich abseits des Weges befindet. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich habe noch nie versucht, dieses Verhaltensmuster in Worte zu fassen. Das ist jetzt das erste Mal, deshalb fällt mir da sonst nicht viel mehr zu ein. So, und jetzt, glaube ich, sind wir bei 9. Und 9 ist jetzt nochmal Spezialfall Feuer. Das wollte ich nämlich auch nochmal erwähnen. Wenn man nämlich jemand ist, der ein Bushcrafter ist oder ein Survivaler ist, dann macht man sich früher oder später irgendwie mal was Heißes zu essen oder einen Tee oder was auch immer. Grundsätzlich, sofern man jetzt nicht wirklich trainieren muss, Lagerfeuer machen oder das dringende Bedürfnis hat, wirklich mal ein Lagerfeuer zu machen, sparsam mit Feuer umgehen. Also eine Feuerstelle anlegen, selbst wenn man es darf, nur dann, wenn man es auch unbedingt braucht. Dann sollte man nochmal in sich gehen. Brauche ich jetzt für heute Abend, für mein geistiges und seelisches Wohlbefinden noch ein Feuer? Oder geht das auch mal ohne? Denn jede Feuerstelle verbrennt den Boden, der drunter liegt, ziemlich nachhaltig und verändert den halt eben stark. Sterilisiert den Boden und an der Feuerstelle lebt nichts mehr. Das ist dann alles hops gegangen. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich im ersten Moment anhört, aber es ist auch nicht unbedingt so gut. Und eine Feuerstelle ist auch immer was Unnatürliches, weil Tiere und sonstige Waldbewohner machen eben keine Feuerstellen. Daher vom rechtlichen Aspekt mal ganz abgesehen, ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr dann legal eine Feuerstelle anlegen dürft, wenn ihr das irgendwo tut. Also von daher das eben reduzieren. Also selbst wenn man es darf, nicht überall machen. Es ist ohnehin ideal, dass man, wenn man sich dann ein oder zwei Feuerstellen eben an einem bestimmten Punkt anlegt und die dann immer wieder aufsucht, wenn man da ein Feuer machen möchte, weil, wie gesagt, jede neue Feuerstelle ist ein neuer Schaden im Ökosystem, wenn auch nur in kleiner, das hält sich ja wirklich in Grenzen. Des Weiteren werdet ihr, wenn ihr irgendwo eine Feuerstelle anlegt, in der Umgebung nach und nach sämtliches Kleinholz zusammensammeln und es eben verbrennen, bis irgendwann kein Kleinholz mehr da ist, wenn ihr euch dauernd an der gleichen Stelle aufhaltet, was wieder dafür spricht, dass man nicht so oft ein Feuer machen sollte, aus eben diesem Grund. Deswegen auch Teil dieser Regel, nach Möglichkeit vielleicht ein Spiritusbrenner, ein Hobo-Kocher geht auch. Also das bisschen, was der dann noch an Holz braucht, bis man sich dann heißen Tee gemacht hat, das ist, denke ich, auch noch vertretbar. Wegen mir aus gerne einen Gaskocher oder einen Benzinkocher, wobei das Benzinkocher sind ja schon die High-End-Kocher in der Outdoor-Kocher-Riege und den braucht man im deutschen Wald ja nun eigentlich nicht. Wenn man einen hat, ich habe auch einen, kann man die natürlich nun wieder mal benutzen, damit man nicht verlernt, wie das funktioniert, klar, aber ja. Es ist übrigens auch rechtlich gesehen einfach so, dass man sich beliebter macht, wenn man nicht gleich ein Feuer anzündet wegen jeder Tasse Tee, sondern eben mal schnell so einen ollen Kocher verwendet. Da ist das Waldbrandrisiko gefühlt auch erheblich geringer. Gefühlt geringer meint, es gibt dazu keine Zahlen und keiner kann es genau sagen, ob es das tatsächlich ist. Also wirklich geringer als bei einem normalen Lagerfeuer. Naja. Und jetzt kommen wir dann zu Regel Nummer 10. Die sollte auch absichtlich Regel Nummer 10 sein. Von daher gehe ich davon aus, dass es sogar noch stimmt mit der Nummerierung. wenn man irgendwas hat, was brennt im Wald, ganz egal was, dann
oberste Feuerregel, die auch in die allgemeinen Waldregeln gehört, das Ding immer beaufsichtigen. Dann kann nämlich nichts passieren. Wenn man wirklich immer drauf guckt, immer irgendwer da ist, der auf das, was brennt, guckt. Egal ob Kerze, Kocher oder Feuer. Fackel, was auch immer. Völlig Wurst, Zigarette. Auch Zigarette, ganz wichtig für die Raucher. Immer im Auge behalten, das, was brennt, beaufsichtigen. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn mal ein Waldbrand entsteht, dann deswegen, weil das, was brennt, nicht beaufsichtigt wurde. Immer. Ausnahmslos, es sei denn, es ist tatsächlich mal eine natürliche Ursache, wo es der Blitz gewesen ist. Aber das kommt so selten vor, gerade im deutschen Wald. Also wirklich unglaublich selten, dass dadurch mal was zum Brennen anfängt. Manche Kollegen bezweifeln, dass das überhaupt geht und dass es natürliche Waldbrände in deutschen Wäldern überhaupt gibt. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, wenn es das gibt, dann ist es saumäßig selten. Abseits von der Nummerierung möchte ich jetzt vielleicht noch mal schnell auf das Thema eingehen. Lagerbau. Ist schwierig. Ich weiß, es gibt viele, viele Bushcrafter, die mögen das total, sich irgendein wirklich handwerklich hochwertiges Lager in den Wald zu bauen und da auch wirklich ordentlich Bauarbeit eben zu leisten. Irgendwas Massives, was Tolles mit viel Holzverbrauch und so weiter und so fort. Es ist nicht erlaubt, außer euch gehört der Wald oder ihr habt mit dem Förster eine Absprache oder jedenfalls den jeweiligen Waldbesitzer. Möglicherweise kann es auch legal sein oder zumindest so halblegal oder zumindest so, dass es geduldet wird, wenn ihr der Jagdpächter seid oder den kennt oder mit dem eine Absprache habt, irgendwie so. Aber moralisch gesehen finde ich es irgendwie falsch, dass man in den Naturraum sich sowas reinbaut. Außer man baut das nur zu Trainingszwecken, pennt da 3 Nächte drin und baut es wieder ab. Und dann sollte man halt eben auch das verwendete Baumaterial wieder großräumig verteilen und nicht irgendwo auf einen schönen sortierten Haufen legen. Dann sieht ja sofort jeder, dass da jemand gewesen ist. Ich tue mich schwer. Ich kann verstehen, dass das Spaß macht. Das kann ich wirklich. Ich sehe die Notwendigkeit allerdings irgendwo nicht. Und ich finde, dass man also sowohl rechtlich als auch aus umweltethischen Gründen finde ich es irgendwie falsch, dass man sich jetzt ein Plätzchen Natur sucht und sagt, das ist jetzt meins. Ich baue jetzt hier mein Lager und annektiere jetzt hier quasi ein Stückchen freies Land. In Anführungszeichen. Das ist so mein Hauptproblem damit. Wenn ich irgendwo eine Plane aufhänge, dann hänge ich irgendwo im freien Land und habe mir bloß einen kleinen Schutz vom Wetter gebaut. Ich habe jetzt nicht wirklich noch einen Zaun drumherum gebaut, selbst wenn dieser Zaun als Windschutz fürs Feuer gedacht ist oder als Wärmereflektor oder was auch immer. Aber manche dieser Shelter sehen halt wirklich schon aus wie so ein Bunker im Wald, in Anführungszeichen. Nach allen Seiten geschützt, dann wieder ein geschützter, abgetrennter Raum in der freien Natur, in der Landschaft. Und ich persönlich finde das nicht gut. Es ist jetzt nicht so, dass da ein riesiger Schaden durch entsteht. Das wäre jetzt echt übertrieben, wenn ich jetzt behaupte, damit macht ihr den Wald kaputt, wenn ihr sowas macht. Ihr müsst halt gucken, wo ihr euer Holz herkriegt. Wenn ihr dafür extra Bäume fällt, macht ihr den Wald definitiv kaputt. Wenn das ganze Ding komplett aus Totholz besteht, das keiner mehr haben wollte, kein anderer, dann ist das natürlich in Ordnung. Also so rein ökologisch gesehen, die Wildtiere sind irgendwann auch nicht mehr gestört, wenn die sich dran gewöhnen, dass halt da eben dieses Lager ist und da dauernd irgendjemand drin hockt. Dann kann man auch nicht davon reden, dass da jetzt eine wahnsinnige Störung des Wildes dadurch stattfindet, weil man halt immer am selben Ort ist. Und da hoffentlich, immer auf demselben Weg auch hingeht, dann können sich die Viecher darauf einstellen. Dann sind die dadurch jetzt auch nicht wahnsinnig schockiert. Ein bisschen halt eben schon, aber ist jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt sagen würde, deswegen wäre das ein Grund, das niemals zu tun. Deshalb tue ich mich halt eben schwer mit dieser Lagergeschichte. Ich persönlich finde es halt einfach, fühlt sich für mich falsch an, aus ethisch-moralischen Gründen. Aber das ist nur meine Meinung. Aus ökologischen, wissenschaftlichen Gesichtspunkten her kann ich nicht sagen, dass das Schaden anrichtet. Sofern man es hinterher wieder gut aufräumt und jetzt nicht allzu ewig stehen lässt. Also jetzt nicht 5 Jahre und dann verrotten. Bis dahin ist es sowieso verrottet. Also wenn ihr Totholz nehmt, das hält eh nur ein Jahr. Dann wird es irgendwann instabil. Wenn ihr Glück habt, 2. Aber dann ist definitiv Schluss.
So, es kommt Wind auf. Jetzt gehe ich aber wirklich zu meiner Isomatte. So, ich habe jetzt definitiv genug gelabert. Ist nicht alles. Ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind nur so die Sachen, die mir jetzt persönlich eben einfach wichtig sind, wenn ich in der Pampa unterwegs bin. Was heißt in der Pampa? Halt im Wald, im deutschen Wald. Es sieht nochmal ganz anders da aus, wenn man sich tatsächlich irgendwo befindet, wo das Verlassen der Wege Schäden anrichtet. Also Naturschutzgebiete zum Beispiel. Da darf man das dann auch schlicht und ergreifend nicht und daran sollte man sich auch halten. Grundsätzlich, das habe ich jetzt nicht erwähnt, finde ich es wichtig, dass man sich an sämtliche Rechte und Gesetze im Wald eben hält, weil dafür sind sie da. Wenn jeder die missachten würde, würde auch ein massiver Schaden entstehen. Wenn es nur Einzelne tun, dann ist es tatsächlich egal. Dafür ist der Wald groß genug. Aber ihr müsst halt immer dran denken, angenommen, das macht jeder, dann hätten wir den Salat. Und deshalb finde ich es aus moralischen Gründen, ethisch-moralischen Gründen auch wichtig, sich dran zu halten. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer jetzt wahnsinnig nötig ist und einem jetzt aus der Logik her geboten erscheint. Und auch viele Leute, die eben wild Feuer machen, die denken sich ja auch, na und? Ich habe noch nie den Wald angezündet. Ich riskiere auch nicht, den Wald anzuzünden. Ich darf das doch, da passiert doch nichts Schlimmes, das stört doch niemanden. Das stimmt zwar, aber wenn das alle machen würden, dann würde es definitiv jemanden stören. Und deshalb muss es einfach verboten sein. Das ist wichtig. Ja, aber das habe ich ja schon mal an anderer Stelle irgendwo erörtert. Und jetzt höre ich wirklich auf mit Gelaber, sonst hocken wir morgen noch hier. Was wollte ich noch sagen? Ja, richtig. Also das ist einfach so das, was ich persönlich eben wichtig finde. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr könnt andere Dinge wichtig finden. Es war nur... Ihr habt es euch jetzt angesehen, also macht damit, was ihr wollt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.